Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch jetzt willkommen in War Thunder. Ich versuch's nochmal mit den Ruskis. Ja, ich versuch das schon ziemlich oftmals. Es ist halt, es nervt mich ein bisschen, dass bei denen, dass ich so Schwierigkeiten habe, voranzukommen. Früher funktioniert es gut. Früher bin ich mit denen sehr gerne gefahren und hab meinen Spaß gehabt. Aber seit neuestem, seit ich hier so von über Rang 4 auf Rang 5 gerutscht bin, seitdem komme ich einfach nicht mehr richtig gut voran. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht überschätze ich die Fahrzeuge, unterschätze sie, keine Ahnung, vielleicht nutze ich sie falsch. Ehrlich, ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Es ist mir schier unbegreiflich, aber ich probiere es einfach weiterhin und ja, dann nehme ich euch gern mit. Für den Fall der Fälle, dass am Dienstag, also das kommt ja am Dienstag raus, aber dass am Dienstag tatsächlich das Update rauskommt, weil diese Aufnahme entsteht jetzt früher. Weil ich nicht so ganz zu 100% weiß, wie ich das zeitlich hier schaffe, mit Videos machen. In nächster Zeit wird es nämlich richtig schwierig. Ich stehe hier kurz vorm Umzug und aus dem Grund arbeite ich mal ein bisschen vor. Und naja, ja, also falls das Update schon draußen ist, Leute, ne, seid mir nicht böse, da ich nicht sofort dann da was raushaue und so weiter. Ich bin, werde da, zu dem Zeitpunkt werde ich vielleicht schon, ja, am Tapezieren sein. Hoffentlich nicht. Obwohl, nee, erstmal muss ich die Möbel von dem ehemaligen Bewohner dort erstmal nach draußen befördern, weil der mir alles da gelassen hat. Schrecklich, wenn die Leute sich vom Acker machen und dann alles da lassen. Oh, 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 hat er eine Challenge laufen oder was? Hm, kann man aber auch machen. Da noch einen schönen Talisman drauf und macht richtig gut Geld. Das ist auch eine schöne, lustige Idee. Muss ich auch mal wieder machen. Das wäre auch mal wieder eine ganz nice Idee. So, ich werde jetzt einfach mal Richtung A fahren. Ich werde jetzt nicht hier so Hinterhaltspositionen und sowas beziehen. Ich versuche es einfach mal auf dem direkten Weg. Vielleicht ist das die falsche Idee. Aber ich bin schon mal. Irgendwie ist mir das unheimlich. Ah, der kommt noch hier erst schon. Jetzt gibt's ihn zurück. Dampf. So, jetzt muss ich von hinten. Ich muss direkt so in der Front stehen. Oh, Kacke. Reingekommen. Bestimmt wieder im Turm, unter den Turm drin. Das ist meistens so. Das soll sich ja nach dem Update dann anschließend ändern. Das ist. Vielleicht krieg ich jetzt einen Scheiß. Ja, er zieht sich zurück. Ah, zum Glück. Hab nämlich nicht mehr viele Soldaten an Bord. Oh, das war sein Gegner. Das war sein Gegner. Stehst du mal fest. Jetzt mach ich noch einen. Jetzt schiebt er die scheiß Kanone da weg. Aber da komme ich durch. Nein, doch nicht.
verdammte Axt. Die bessere Nachladezeit, das steht mal fest. Auf jeden Fall komme ich da durch. Und weil das so grün anzeigt, das ist ja mit Zeiten. Okay, er bleibt da stehen. Das ist ein Kampf. fast wie. Super, gut gemacht, danke schön. Das war jetzt fast wie David gegen Goliath. Aber andererseits geht es so langsam. Scheiße. Gehen würde ich ein bisschen. What the fuck, ey? Da habe ich aber den Kollegen nochmal den Arsch gerettet. Das war Leo. Ja, ein Shiro-Tier. Könnte ich auch knacken. Wenn ich wieder auf alte Position zurückbegebe. Also langsam geht's bei mir. Ah, das sieht nach einem guten Sieg aus. Ja, komm, ich mach anschließend mache ich ja noch eine Runde. Das wäre dann jetzt hier zu kurz. Nicht so weit raus. Ich muss doch recht vorfahren. Oh, am X50, herzlichen Dank. Und langsam kriege ich den T54 also mal ein bisschen weiter. Immerhin ist alles noch drauf. Nein, ich gehe auf den Bomber fliegen. Ich bleibe in dem Panzer und verteidige die Position. Also das läuft gerade ganz nice. Oh. Was steht da? Hier ist 4. Na ja, gut, da können wir aufeinander schießen. Das geht nicht mehr. Das ist dann wirklich, das ist dann eher Goliath gegen Goliath. Also, da können wir uns gegenseitig coolen entgegenschicken. Wie blöd. Ich hoffe mal aufgrund des neuen Updates, dass diese eine Sache, die wir implementieren wollten, oder wollen, dass man nicht mehr durch jeden kleinen Viertelschlitz durchkommt, weil die Granate übergroß ist. Was hat er so groß? Dass das jetzt alles ein bisschen besser anläuft. Geht man nicht allzu schnell drauf. Oh! Oh! Mein Gott! Jetzt läuft's! Es läuft! Es läuft! Geile Runde, gefällt mir. Wie viele Kills habe ich jetzt schon? 3 Stück? Es läuft! Ich bin begeistert! Endlich kann ich mal mit den Russen arbeiten. Oh, da ist nichts mehr im Staub. Man sieht im Rauch. Nee, man sieht nichts mehr. Ich glaube, wir haben sie alle eliminiert. Ich glaube, ja. Tja. Endlich mal. Oh Mann, ey, was eine Qual. Oh, aber schön rausgeholt hier. Das gefällt mir. Da habe ich aber schön reingehalten. Also, ja, man kann sich nicht beschweren. Andere Munition wäre vielleicht nice. Was mache ich damit für einen Schaden? Machen wir mal die. Die sieht deutlich stärker aus. Ja, 200. Was mache ich hier? Wir sind hier im 100er Bereich. Und das hier bei 1000 Meter Entfernung sind 207 mm. Wunderbärchen.
Ja, dann gleich auf in die nächste Runde. Mal sehen. Vielleicht kriege ich die nächste Muni noch freigeschaltet und dann stehe ich gut da. Das wäre geil. Das wäre super. Anders kann ich das nicht sagen. Das wäre einfach nice. Naja. Ja, wie gesagt, das Update. Ich freue mich drauf. Mal sehen, was wir alles so kriegen. Gut, Seeminen hieß es. Ich habe irgendwo Seeminen gelesen. Dass auch Flugzeuge die abschmeißen können. Also, wenn wir das wirklich bekommen, die Seeminen, endlich nach 2 Jahren, dann, ich weiß nicht, ob das standardmäßig sich drin behalten hat. Mit dem Liegenbleiben der Seeminen. Das war beim letzten Mal, wo wir das noch getestet haben, 2 Minuten anschließend nur noch. Das war mal übertrieben auf 5 Minuten gesetzt. Aber, ja. Naja, nicht. Es passiert nicht immer in diesen berühmten 5 Minuten was, ne? Manchmal dauert das sogar länger, mit 2 Minuten, aber klingt auch ganz nice. Dass die dann da so, ne? Außerdem wäre es halt ein bisschen scheiße, wenn dann überall jeder Zweite hier ein Minenschiff spielt und dann die Dinger da rausspawnt, bis zum geht nicht mehr. Ja, geht's mal weiter, Leute? Oder hat sich Gaijin das jetzt gemerkt und gesagt, hier, ne, der fährt unsere Panzer ja einwandfrei? Nee, den lassen wir jetzt nicht rein. Das wär's. Oh nein, nicht die Ardennen. Ach, scheiße. Ich bloß nicht den Knopf gedrückt. Oh, ich hasse die Ardennen. Na gut. Auf in die Schlacht. Ich mag die Ardennen nicht. Ist nicht meine Lieblingsgarde. Macht der hier eigentlich mehr Schaden? 60. Nee, nee, überhaupt nicht. Ah, schade, ich habe gehofft, ich habe jetzt irgendeine geile noch Muni dabei. Aber gut, dann muss ich halt mit dem, was ich da gerade habe, arbeiten. Die neue Munition, die ist natürlich ein bisschen stärker. 207 mm auf 1000 m Entfernung. Ja, da könnte ich sogar bei den Two-Toys nochmal anklopfen. Okay, der hat vorne eine Front 300, soweit ich das noch weiß, aber trotzdem könnte ich ein bisschen mehr anklopfen als jetzt. Ach, du schlängelst dich an mir vorbei hier, machst hier einen, ha? Ja, klar. Die Schnellen sind natürlich die ersten im A. Cool, so langsam bin ich auch nicht mit einem paar 53 km/h. Geht eigentlich. 40 erlaubt. Scheiß drauf. Hoffentlich steht kein Blitzer hier. Das wird doch fehlen. Blitzer beim Panzer. Fast auf ihn drauf gefahren. Dann hätte ich ja meinen Panzerlappen weggenommen bekommen. Das sind verkürzte Karambolage da vorne. Nicht mehr gesund. So, jetzt kondensieren. Wie mir meine Kumpels nicht so gern sagen. Was schreibst du da vorne? Vor, zurück. Ja, komm, fahr mal. Noch ist es noch nicht, nicht so weit hier. Aber gleich. Ein Stückchen weiter. Ja. Und nimm die Mauer mit. Ja, wer ist jetzt auf der Mauer, auf der Lauer, ne? Das alte, alte, kleine Mädchenkind. So, jetzt stehe ich im Weg. Wunderbar. Geschlagen. Vielleicht kommt es zur Einnahme. Alter, da ist ja wirklich einer da hinten. Aha. Interessant. Ein Spotting-Panzer ist da hinten.
eigentlich ganz schlau, wenn man das ganze Örtchen, den ganzen kleinen Dorfbereich umfährt und dann die Flanke geht. Ich glaube, das werde ich jetzt mal in Betracht ziehen. Das ist nur in diesem hinteren Graben hier vorbei. Graben ist bald noch vorbei. Und so viel gebuddelt. Auf zu buddeln! So, jetzt. Ein bisschen viel. Das war aber knapp, ey. Oh, was bist du? Ich glaube, der M46. Au. Scheiße. Kommt durch. Rückwärts fahren war jetzt nicht mehr drin und naja. Der steht fest, also da kann man erstmal hoffen, dass die Konkurrenz oder die Kollegen besser sagt, einfach den mal hier. Ich muss jetzt noch fliegen, die Lage checken. Räder abknallen wäre auch ganz gut. Natürlich kriege ich eine Vampire, die lahmste Krücke, und da vorne fliegt eine LA 15, da ist ja wohl klar, wer jetzt hier, ne? Ja. Hat mir nur diese Brücke gegeben, ne? Oh. Mal sehen, wie sieht's da aus. Jo. Okay. Da ist ganz außen einer, aber sehr weit außen. Ja, knall mal den Sachtag vom Himmel. Gut gemacht. Scharf gemacht. Das sage ich zu jemandem, der in 42 das da fährt. Ihr wisst ja, wie ich von diesem Flakfahrzeug halte. Ey, ich hasse M42 das da, und dass es gleich zwei Stück davon gibt. Einmal im Ami-Baum, einmal im japanischen Baum, da kriegst du die Riese. Ne, wartet mal, ich glaube im China-Baum ist auch so einer gelandet, glaube ich. Das ging gar nicht. Ah, hier ist die Position ganz gut. Ein Panzer abgeknallt. Achso, stimmt, ich habe zwei Zonen eingenommen, ein Panzer abgeben. Ewig schnell. Zwei Schussfelder? Nein. Hier hätte ich zwei Schussfelder, ich glaube, so weit fährt er nicht. Ja, aber es wäre nämlich schade eigentlich. Oh, ich hab doch gerade was gesehen. Ich krieg gerade was. Echt jetzt? Da fährt was. Halten. Haus ist im Weg. Naja, was ein Hindernis. Ja, ist er. Okay, der grüne Teammate, der hat ja einen geilen Namen. Das ist ein nice Name. Oh, fuck, yo. Da
das denn mit meinem Leichnam? Der ist nicht so verfickt. Außen vom Schwanstein. Ich glaube, ich krieg viel mehr. Ich glaube, dafür wird die Zeit gleich abgelaufen sein. Ich würde gerne den Tiger hier mal klatschen, aber ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr. Ja, nee, das wird nicht gut. Wow! Da hab ich. Ja, die sind schon alle hin. Schade, ich bin zu spät. Mann, dann krieg ich den IS-3 endlich ausgebaut. Ne? Das dauert auch ewig. Aber war die zweite Runde war genauso geil wie die erste. Also T-54, so allmählich werde ich mit ihm warm. Was habe ich hier erforscht? Weiß schon gar nicht mehr. Ach so, die Munition, genau, das war's. Einschießen wäre ganz wichtig. Bremsen brauche ich sowieso nicht so viel. Ja. Ja, also T-54, ich bin doch recht überrascht. Ja, so langsam komme ich mit ihm voran. So langsam, ne? Ja, ich habe einfach jetzt zwei gute Runden gehabt. Mehr nicht. Das hat man ja nicht immer hier in diesem Spiel. Ne? Ja, leider. Gut, Leute. Ja, das war's. Ich hoffe mal, es hat Spaß gemacht zuzugucken, ne? Wenn, dann lasst mal Like, Kommi, Abo da. Und ja, drückt mir die Daumen, dass der Umzug schneller schneller geht und dass der Telekom-Techniker ganz schnell kommt. Die brauchen was lange. Wir haben ja momentan so spezielle Zeiten. Ihr versteht, was ich meine. Es gibt ja so einen gewissen Virus da draußen. Und da kommt immer wieder die übliche Ausrede. Ja, aufgrund dieser Krankheit. Ne, bla bla bla. Ja, immer diese schönen Ausreden. Ja, Mann, das wird lustig. Ja, also ich hoffe mal, ich werde nicht allzu lange ausfallen und, ne, nicht das, ja, wäre schade. Ich mache das nämlich hier gerne. Gut, Knut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, bleibt mir gesund und man hört sich, ne? Bis dann, Leute, ciao.